In WhatsApp könnt ihr eure Privatsphäre einstellen, indem ihr oben auf die drei Punkte geht, dann auf Einstellungen geht und dann auf eure Account-Einstellungen. Hier klickt ihr noch auf Datenschutz und los geht's. Zunächst einmal muss nicht jeder, der eure Handynummer hat, ja direkt wissen, ob ihr online seid. Das könnt ihr also auf meine Kontakte umstellen. Das gleiche gilt auch für das Profilbild. Jeder, der eure Handynummer hat, kann das in dieser Einstellung sehen. Das heißt, klickt am besten auf meine Kontakte, dann können nur die euer Bild sehen. Diese kleine Info kennt ihr vielleicht, da haben die meisten nur sowas drinstehen wie ich nutze WhatsApp. Aber auch da könnt ihr einstellen, wer das alles sehen kann. Und beim Status gibt es noch ein paar weitere Möglichkeiten. Ihr könnt da nicht nur sagen, meine Kontakte können das sehen, sondern zum Beispiel auch, dass ihr bestimmte Personen ausschließen wollt oder vielleicht sogar nur mit euren besten Freunden teilen wollt. Noch ein kleiner Tipp, ihr könnt die Lesebestätigungen ausstellen, so werden diese blauen Häkchen nicht mehr angezeigt und ihr kriegt vielleicht keine genervten Fragen mehr danach, warum ihr nicht schon längst auf eine Nachricht geantwortet habt. Viel Erfolg beim selber Einstellen!